Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Last of Us Remastered mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich glaube, ich bin rum. Erstmal hier. Hier sind wir gut aufgehoben. Ich werde mal gucken. Die sind da. Er hat ja noch Freunde. Ach, die sitzen da an dem... Hier kann ich über den Zaun. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Da kann er mich sehen. Schnappt sie, Jungs! Was war das jetzt? Die hocken alle da. Ich habe mal eine Idee. Na gut, das hätte ich jetzt auch gesagt. Einer lebt noch. Gut. Jetzt ist nur noch der Typ da. Ich muss die Deckung hier nutzen. Das ist sein Gewehr. Wo seid ihr? Nächsten Schuss warte ich ab. Halt, ich guck noch mal. Nein! Vorsichtshalber. Noch ist nichts zu sehen, aber hier in dem Haus war das. Wartet mal. Hier ist unten keiner. Da möchte ich jetzt nicht so gern durchgehen. Das wird Geräusche machen. Da oben irgendwo, der Typ. Eine Falle ist hier nicht, ne? Ich nehme an, dass der hier oben sitzt. Das war doch das Haus hier, ne? Da drüben wird auch nichts angezeigt. Nein. Ich muss gleich nach Loot schauen. Hier war das nicht. Bin ich im falschen Haus? Aber ich kann noch höher. Hier ist kein Loot, was mich ablenken könnte. Kacke.
Ist auch kein Gegner. Hier war der. Hier war der Vogel. Der ist weg. Ach, scheiße. Oh. Scheiße, daneben, das war aber zu sehen. Jetzt aber. Ruhig bleiben. Verdammt. Da. Hier ist noch irgendwo einer. Na los, bitte. Da. Du bist tot, Arschloch! Ah, scheiße. Ich hab dich gesehen. Mist! Oh, Kacke! Nein. Da. Ah, scheiße! Da ist noch einer. Schneller! Ah, Kacke! Ich hab das gesehen. Scheiße! Oh, das war heftig. Oh, ich hätte ja gar nicht den Trigger gedrückt halten brauchen. Ja, bin okay. Danke, Joel. Bist du mal da? Okay. Geschafft. Das war's noch. Wir müssen weg. Okay. Sam! Sam, alles okay? Ja, dann geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Schneller, schneller. Ich kann nicht so schnell runter! Scheiße. Nein, 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 nein. Das sind zu viele. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los.
Hoffentlich haben die anderen beiden da nichts abgekriegt, als sie eben angegriffen wurden. Entschuldigung, dass ich jetzt so leise war, aber da musste ich mich schon ein bisschen konzentrieren. Im Ernst? Ah, es gibt was zu essen. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Was war das eben für ein Blick? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Ach, Ellie. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Oh. Ich hab's geahnt. Er ist infiziert. Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erstmal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay.
Oh oh. Sam? Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Ach du Sam. Scheiße. Oh nein. Sam. Henry? Ellie, bleib da. Henry! Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht! In Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Mann, was war das für ein Ende jetzt hier? Der ja, sind das Episoden? Es sind ja Abschnitte im Spiel. Oder Spielabschnitte, jetzt sind wir in Fall. Wenn ich mich nicht verlesen habe. Ich habe das jetzt gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich bin jetzt ein bisschen geflasht. Das ging ja ganz abrupt. Ja, Bruderliebe halt. Lupin. Na, mir ist gar nicht so danach zumute. Haben wir denn alles? Es sieht eigentlich gut aus, ne? Alles verbessert. Wir sammeln wieder Vorräte. Die ist aufgeladen. Die ist nachgeladen. Die wollte ich doch nicht nehmen. Mann, ey. So ist besser. So, wir machen ein paar Liegestütze hier, hätte ich beinahe gesagt. Ein paar Kniebeuge! So, jetzt ist aber alles so, wie es will. Was ist das? Geilomat. Neue Waffe, El Diablo. Da haben wir nur zwei Schuss. Wie ging denn das mit dem Visieren? Ziel. Ach, X! Ah, das hatte ich schon wieder vergessen. Eine Pistole mit Zielfernrohr. Na gut, dann werden wir mal hier auf die umzwitschen. So. El Diablo. Ja, so viel dazu. Hier geht's nicht weiter. Wir wollten jetzt los. Dann kommen wir direkt zu Tommy. Na komm. Hier können wir runter. Tommy. Den haben wir auch lange nicht gesehen. Oh, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich Hat bestimmt doch. Was mit den Fireflies zu tun. Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja. Müssen wir da lang? Mit oder ohne ihn? Wir schaffen das. Na gut, dann gehe ich jetzt. Komme ich da noch hin zurück?
Ich sollte ja dem Fluss folgen, aber das machen wir jetzt ja denn doch nicht. Ich will nur schauen, nicht, dass da hinten irgendwas ist. Irgendwas Schönes, Wichtiges. Nee. Nee. Gar nichts. Ellie kommt nicht mal mit. Die weiß das schon. Also geht's da hinten weiter. Der arme Sam und der arme Harry. Die tun mir beide wirklich leid. Und ich habe mir sogar die Namen gemerkt. Die armen NPCs, deren Namen ich immer vergesse. Hier hätte ich auch lang gehen können. Ah, ist alles ganz schön hart. Kann ich gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, das waren ja... Die Wiesn ist ein altes Wasserkraftwerk. Eine was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Ja, und das werden wir wohl in der nächsten Folge rausbekommen. Es sei denn, es eröffnen sich hier uns neue Möglichkeiten, wenn ich hier reingehe. Ich muss ein Messer nehmen. Na bitte. Und wir finden einen Lagerraum. Mit allen nützlichen Dingen. Ich kann gar nicht so schnell greifen, wie ich die Sachen haben möchte. Da ist noch was. Voll! So, wir haben jetzt ein Messer verschwendet. Brauchen wir gleich ein neues. Wir mal gucken. 55, also 45 noch. Dann habe ich, kann ich ein bisschen mehr ab. Kann ich da jetzt reinspringen? Ach, da kann man auch lang. Die Ellie hat schon wieder was gefunden. Aber das haben wir da nicht. Ich vermute mal, dass ich das in der nächsten Folge rausfinden werde. Ich danke schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn wir hier hoffentlich einen Weg drüber finden. Ja. Okay. Ja, ja, flöte dir mal ein. Wie ein Raumschiff. Oder wie ich mir ein Raumschiff vorstelle. Stimmt? Ja, Ellie, ich will aufhören. Stimmt. Tschüss.